Leute, ich bin ja jetzt schon 6 Wochen in Kanada und da ich mir vorgenommen habe, öfters Vlogs zu machen, mache ich jetzt einfach mal ein und erzähle mal so, was passiert ist und was ich überlegt habe, ob ich vielleicht lieber Daily Vlogs mache, wo ich halt so über coole Dinge, die an einem Tag passiert sind, vlogge. Ja, jedenfalls, was so passiert ist. Einmal, also die Schule in Kanada ist einfach mal viel entspannter und man macht halt viel coolere Sachen. Zum Beispiel, ich muss noch ein Video über die Schule machen. Das kommt noch. Jedenfalls haben wir in Pop Culture, das ist ein Fach über populäre Sachen der Geschichte, gerade Filme und davor hatten wir Musik. Und jedenfalls haben wir dort Lip-Sync-Battles gemacht. Bedeutet halt, wir haben uns Songs rausgesucht und mussten halt dazu unsere Lippen bewegen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ja, und da ja diese Schule so musikalisch ist, haben wir auch in Mathe einen Song über, also wir haben gerade das Thema quadratische Gleichungen und sollten sozusagen einen Song parodieren und da halt so wichtige Infos über quadratische Formeln reinbringen. Wenn einer von euch nur in die Kommentare schreibt, ich will diesen quadratischen Formelsong hören, dann werde ich ein Video dazu machen und den singen. Das ist die Parodie von Root. Ich finde, der Song ist ziemlich gut geworden. Und ich würde euch ja auch das Musikvideo zeigen, was wir in der Schule machen müssen. Aber ich weiß nicht, ob die anderen damit einverstanden sind. Und deswegen wird das, glaube ich, nichts. Wie ihr vielleicht wisst, spiele ich ja hier Football. Und ich hatte am Samstag mein allererstes Footballspiel. Und es war so cool. Ich war so aufgeregt vorher. Und ja, wir haben zwar nicht gewonnen, aber wir hätten fast einen Touchdown gemacht, also ja. Was auch richtig cool ist, wir machen vom Footballteam am Ende des Monats, oder nein, am 1. November, ein Zombie-Throne-Thing. Das heißt, wir gehen ins, also es gibt Zombies, die Footballspieler sind die Zombies und die normalen Leute sind halt Leute. Und wir müssen halt probieren, im Maislabyrinth so Sachen zu finden und wir können die, also die haben so eine Flaggen um und wir müssen sie probieren, damit zu töten. Und ich freue mich schon voll darauf. Was auch voll cool ist, und zwar werde ich Halloween Trick or Treaten gehen. Und zwar werde ich zu einer Freundin gehen und dann werde ich mich als Zombie verkleiden. Ich weiß gar nicht, als was sie sich verkleidet. Jeff der Killer, glaube ich. Und ja, dann gibt's Süßes. Da ich hier auf einer Farm lebe, gibt es hier natürlich auch Babys. Und zwar gibt es hier gerade Schweinebabys. Und die sind so süß. Ich blende euch mal ein Video ein und erzähle dazu irgendwas. Also das sind die Schweine, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und ja, die sind voll cool und süß. Aber das eine Schwein, das ist voll brutal. Und zwar, wenn die Schweinebabys sterben sollten oder so, dann frisst die Schweinemutter einfach die Kinder. Also ich meine, es ist ja gut für die Natur, aber es ist trotzdem voll brutal, oder? Ansonsten zum Wetter. Es hat hier schon zweimal geschneit. Einmal im September, ich weiß nicht, ob ich davon erzählt habe. Und im Oktober. Und das finde ich voll krass. Aber jetzt ist es wieder warm. Also man kann hier im T-Shirt rausgehen, wenn man möchte. Was auch voll cool ist, und zwar, falls ihr kurz mal wissen wollt, wie es denn mit meinen Freunden steht. Also, ich habe ein Mädchen, mit dem ich mich eigentlich ganz gut verstehe. Bei der habe ich auch schon einmal übernachtet. Und ansonsten, also es sind ein paar nette Leute dabei, aber nicht so, dass ich mir jetzt mega Freundschaften vorstellen könnte. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Also es ist halt so, ja, okay, ich kenne die sind ganz nett, aber es ist halt nicht so, wow, lasst uns beste Freunde sein. Das ist so mein Freundstand. Und es ist halt, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, nicht so, dass dich jeder anspricht. Ah, was ich jetzt vielleicht noch machen könnte, auch wenn der Boden in dem Zimmer immer noch nicht fertig ist und mein Bett gerade richtig unordentlich aussieht, könnte ich euch ja mal mein Zimmer zeigen.
was voll nervig ist, hier sind gerade voll die Fliegen und halt früh sind die hier in meinem Zimmer. Also, wenn ihr in das Zimmer reinkommt, seht ihr als erstes, das ist das legendärste vom ganzen Zimmer, muss ich euch sagen, eine Bilderwand. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich ja von jedem, also jeden Monat Bilder ausdrucken kann. Und dann kann ich die hier alle an die Wand hängen und dann ist das voll cool. Das ist übrigens Amber. Und da haben wir gerade Freezies, das sind so eine Wassereis gegessen und deswegen waren unsere Zungen rot. Tür, sehr interessant. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Ich mache gleich noch einen Daily Vlog zu heute, weil heute ist Thanksgiving. Dafür müsst ihr das andere Video gucken. Und ja, man sieht sich.